In diesem verfluchten Land weinen nicht einmal die Weiber. Wir befehlen, in den Festungen und Städten des Fürsten Gion Castrioti, welche sich der Macht des Sultans nicht beugen wollen, werden feste Garnisonen errichtet. Und damit fürderhin niemals wieder ein Castrioti sich zu vermessen wagt, Aufruhr gegen uns zu stiften, befehlen wir, dass man die Söhne des Gion Castrioti unverzüglich als Geißeln an unseren Hof bringt. Sie werden von 300 albanischen Reitern eskortiert, die bis auf Weiteres in der türkischen Armee dienen. Der Befehl trägt Siegel und Namenszug des Sultans Murat II. Ihm schenke Allah ein langes Leben. Nun, Gion Castrioti, ist die Stunde gekommen, von deinen Söhnen Abschied zu nehmen. Dieser Wolfsjunge hat kräftige Zähne. Das wird ein guter Krieger für den Sultan. Behalte stets, mein Sohn, deine Heimat vor Augen. Deine Frau Marasch war die Amme meines Sohnes Georg. Von dir erwarte ich, dass du über meine Söhne wachst. Du bist Auge und Ohr unserer Heimat. Dass sie nie das Land ihrer Väter vergessen und den Kampf um unsere Freiheit. Dafür bürgst du, vor dem Herrgott und vor mir. Hör zu, Marasch. Noch im Tode fordere ich von dir Rechenschaften. Unsere Städte an der albanischen Küste wollen unbeschränkt Handel treiben. Die Straßen führen aber durch das Land des Fürsten Castrioti. Der große Doge von Venedig ist offen gestanden besorgt, weil es heißt, dass du aus Dankbarkeit gegen Skanderbeg gewillt bist, ihm den Erbbesitz seiner Väter zurückzuerstatten. Söz veren ben, söz ümöker yalan yene ben. Ich gebe das Wort und ich nehme es auch wieder zurück. Albanien wird eine türkische Provinz sein, weiter nichts. Was hast du noch für Anliegen an mich? Die Heere des Königs von Ungarn und Polen, Wladislaw, rüsten zum Feldzug gegen die Türken. Wir haben Informationen darüber erhalten, wer sie befehligt. Janos Hunyadi, der Voivode von Transsilvanien. Er gilt als gefährlicher, unbesiegbarer Feldherr. Wollen denn diese Mücken den Löwen stechen? Das Schwert Allahs hängt schon lange drohend über ihren Häuptern. Wie ein Gewittersturm wird das Osmanenheer über Europa hinbrausen. Es schickt sich nicht, sich in Gegenwart von Freunden zu ereifern. Ungläubigen Freunden traue ich nicht. Steck das Schwert ein.
Mehmet! Dich hat niemand um deinen Rat gefragt. Außerdem bist du zu jung, um dich in meine Angelegenheiten zu mischen. Geh! Auf dich wartet die Jagd. Nicht ein Land dem Land der Türken gleicht, nicht ein Held unserem Helden Skanderbeg. So strahlend sein Ruhm geworden ist, dass die Not der Heimat er vergisst. So strahlend sein Ruhm geworden ist, dass die Not der Heimat er Hör auf, verfluchter Derwisch! Wer hat dich gelehrt, dieses Lied zu singen? Antworte! Ich bin ein Albanier, aus dem Geschlecht der Fürsten Topija. Barfuß und in Lumpen bin ich hunderte von Meilen auf den Karawanenwegen hierher gekommen, um mit dir zu sprechen. Gewinnsucht und Feindschaft entzweien unsere Fürsten. Das Volk wartet auf dich. Die Mütter der von den Türken Gemordeten weinen nicht. Sie warten auf dich. Die Schmiede in den Bergen schmieden Schwerter. Sie warten auf dich, Georg. Ich bin nicht der Erste, der aus Albanien zu dir gekommen ist. Aber jetzt sind unsere Leiden nicht länger zu ertragen. Und das Volk wartet auf dich. Beobachte ihn. Vielleicht hat Balaban Pascha ihn geschickt. Sie bedrohen mich mit Krieg. Ihr Heerführer, Janosch Hunyadi, gilt im Abendland als unbesiegbarer Feldherr. Du sollst ihm entgegenziehen. Und wenn du ihn besiegst, wirst du auf den Gipfel des Ruhms emporsteigen. Du warst ein Knabe, als man dich hierher brachte. Ich habe dich zum Kriegsmann erzogen. Ich gab dir den Befehl über die Janitscharen. Zuerst wollten sie meutern, aber du hattest mein Vertrauen. Dir, dem Sohn eines albanischen Fürsten, legte ich den Namen Iskander zu, den Namen Alexanders von Mazedonien. Antworte mir freimütig und ohne Zögern. Sag ja, und ich gebe dir das Land deiner Väter zurück. Wenn ich dein Großvezier wäre, der hinter dem Gitter steht und unser Gespräch belauscht, ich würde gelernt haben, listig zu sein. So aber bin ich nur ein Krieger und vertraue auf die Gerechtigkeit des Sultans. Also bist du einverstanden, geh jetzt. Schreibst für die Nachwelt die Geschichte des Osmanischen Reiches und berichtest auch über meine Siege. Aber wir haben noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Ich möchte von dir erfahren, ob die Ungarn von uns besiegt werden. Ich kann nicht prophezeien und nicht die Sterne deuten. Aber du besiegst Hunyadi. Du glaubst also, dass das Heer der Osmanen unbesiegbar ist. Aus welchem Grund? Nun gut, ich gebe dir Antwort. Die Entwicklung der Geschichte verläuft in Kreisen und kennt also weder einen Anfang noch ein Ende. Wo ist heute das gefürchtete Sparta? So entstand auch das große Weltreich der Römer, um unterzugehen. In unseren Tagen schreibe ich die Geschichte der zur Macht gelangten Osmanen. Was wird morgen sein? Man muss also nur ergründen, wer sich gerade im Aufstieg befindet.
Schweig, Hamza. Erkläre mir den Sinn deiner Worte, Alter. Immer bleibt der Sinn den Sterblichen verschlossen. Unsterblich bist auch du. Wir entstehen und vergehen. So auch die Völker. Sie kommen und gehen, blühen auf und welken, großer Skanderbeg. Deine Philosophie lehrt, dass man sich der Gewalt unterwerfen soll. Ja, den Mächtigen gefällt das. Ich kann dem nicht zustimmen. Ein Volk, das sich Kraft und Mut bewahrt und die Liebe zur Freiheit pflegt, kann nicht untergehen. Du lügst, Alter! Gib mir dein Schwert, Kriegsheld. Oh, es glänzt. Und doch hat es dir, Sohn eines albanischen Fürstengeschlechts, dazu gedient, andere Völker der Herrschaft der Osmanen zu unterwerfen. Hilfe deine Zunge! Du gerätst in Zorn. Aber Tatsachen sind nicht zu leugnen. Es ist unmöglich, sich dem Schicksal zu widersetzen. Großer Skanderbeg. Wer recht hat, wird die Zukunft lehren, Launikus. Komm, Hamza! Jahrelang habe ich auf diese Stunde gewartet. Jetzt ist sie da. Was hast du vor, Georg? Sorg dafür, dass uns niemand belauscht. Danusch! Du bist ehrlich. Ich schenke dir Vertrauen. Und das hier überbringst du Hunyadi. Verstanden? Er wird in uns keine Feinde, sondern Freunde finden. Bring es ihm auf Leben und Tod. Meine Leute führe ich nach Albanien zurück, denn ich brauche sie. Höre, Tanusch, wir werden noch die Vala tanzen in den albanischen Bergen. Thank you.
Warum siehst du mich so an, Paul? Du weißt doch, es macht mir Freude, dich zu betrachten. Warum willst du mir denn gar nichts sagen? Du schweigst und ich weiß nicht, was du denkst. Ich bewundere dich, Mamiza. Die Schwester Skanderbegs, Tochter eines Fürsten, kann pflügen wie eine richtige Bäuerin. Du sollst mich nicht bewundern, Paul. Früher stand ich zu dir, als wärst du meine jüngere Schwester. Jetzt aber... Was ist denn jetzt? Jeden Morgen beim Aufwachen freue ich mich darauf, dich zu sehen. Wieso denn? Weißt du, wenn du in der Frühe von der Quelle kommst, sehe ich dich und finde dich schöner als alle anderen. Wenn du mir Wasser aufs Feld bringst, ach, schmeckt es mir so gut wie Wein. Als du klein warst, habe ich dich in Zöpfen gezogen. Jetzt ist das alles... Ich möchte so vieles mit dir sprechen und weiß nicht wie. Verstehst du das, Mamiza? Warum schweigst du? Sag es mir. Paul! Eure Blutsfeinde aus dem Geschlecht der Gyokai haben deinen Bruder getötet! Daphina! Bleib! Daphina. Was ist denn? Mein Sohn. Mein Sohn! Mein Sohn! Warum sprichst du denn nicht? Öffne die Augen. Dein Vater ist wieder da. Steh auf, mein Sohn. Umarme den Vater. 20 Jahre haben wir auf ihn gewartet. Daphina. Was tust du noch hier, Marasch? Hast du nicht die Pflicht, den Mord zu rächen? Sie soll weinen, die Mutter Gyokai. Komm, halt. Unsere Ehre fordert Blutrache, Gyok. Sind wir denn nur zurückgekommen, um zu erleben, wie sich die Albanier befehden und morden? Nur durch Blut wird Blut gesühnt. Lasst mich jetzt mit ihr allein und wartet. Sei dem Geschlecht der Gyokai. Wer bist du? Du kommst nicht zurück als mein Georg, sondern als Türke. Als Knecht der Türken. Warum ist nicht die Milch in meiner Brust vertrocknet, als ich deine Amme war? Geh fort! Geh! Nicht als Türke komme ich zurück. Wie eine Mutter hast du mich die Liebe zur Heimat gelehrt. Sie führt mich hierher. Und jetzt höre auf mich, wie auf einen Sohn. Töten sich die Bergbewohner gegenseitig, dann freuen sich die Feinde Albaniens. Streiten sich die Fürsten untereinander, dann freuen sich die Feinde Albaniens. Denk an Albanien, denk an unsere Kinder, denk an die Zukunft unseres Volkes. Verzeih den Gyokai. Möge diese Verbrüderung euch ein Beispiel sein! Thank you.
Von heute an soll ein Albanier sein Schwert nur noch gegen den Feind ziehen. Nur noch gegen den Feind! Schreib, Luca. Wir beginnen die Liste der Krieger mit dem Geschlecht der Sponde und der Gyokai. Zuerst du, Gyokai. Reiter! Lass uns sehen, ob dein Arm so stark ist, dass du ein Schwert vom Pferd aus führen kannst. Setz dich! Schützen. Der Nächste. Zu den Schützen. Wer ist der Nächste? Na du Kraftmensch. Du hast wohl Angst, mir den Arm zu brechen. Setz dich. Also. Teufelskerl, für solch einen Arm ist mein Schwert nicht zu schade. Da, nimm es zum Andenken. Na, gefällt es dir nicht? Woher? Aus dem Tal. Wie heißt du? Die nennen sie mich. Wer ist dein Fürst? Balchi heißt unser Fürst. Ich bin Leibeigener. Weggelaufen? Ja, nein. Wie ist das? Kämpfst du mit? Gegen die Türken? Ja. Also gut. Du gehörst jetzt Albanien. Das verantworte ich vor deinem Fürsten. Hütet euch, ihr Türken! Raus mit euch! Hurra! 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 Ich möchte euch etwas sagen. Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. 20 Jahre habe ich unter Hunden gelebt, als wäre ich selbst ein Hund. Jetzt endlich darf ich wieder Mensch sein. Lasst überall die Trommeln schlagen. Sie sollen das Volk zum Kampf für die Freiheit begeistern.
Die Fürsten Arianiti, Lek Ducatini, Tanush Topia, Lek Zacharia zetteln gegen uns eine Verschwörung an. Glaub es mir. Ich bin dir sehr dankbar, Hassan. Diese Namen werde ich mir merken. Es wird recht nützlich für uns sein. Brüder, und unter ihnen deinen Vater, hat der Sultan hingerichtet. Heute also sind von den Kastrioti nur noch wir beide am Leben. Ich möchte, dass du dich als meinen Sohn betrachtest. Es gibt auf der Welt keinen Menschen, dem ich mehr zugetan bin. Du weinst, Hamza. Weine nicht. Wir haben keine Zeit, unsere Gefallenen zu betrauern. Georg! Georg! Das Volk ruft nach Skanderbeg. Die Türken kommen wieder. Wir müssen zu ihrem Empfang gerüstet sein. Albanier! Den Sieg habt ihr nicht mir zu verdanken. Ich fand ihn in euch, in euren Herzen. Die Liebe zur Freiheit ist stärker als unsere Feinde. Blickt auf die stolze Fahne unserer albanischen Heimat. Wie in alten Zeiten beweist eure Einigkeit und Tapferkeit. Lieber sterben als sich beugen. Lieber tot sein als Sklave!
Doge, hochachtbarer Senat. Die unbesiegbaren Türken sind von uns im Tal von Balikarda geschlagen worden. Unter dieser Fahne, der Fahne der Kastrioti. Albanien ist befreit. Aber die Türken kommen wieder. Wenn wir ihnen nicht die habgierigen Hände abschlagen, dann greifen sie auch nach euren Besitztümern. Was hat der Senat damit zu tun? Ich bin Kaufmann. Die Türken behindern unseren Handel nicht. Es ist nicht gut, die Freundschaft zu trüben wegen irgendwelcher albanischer Fürsten. Ich bin Karawanen aus wie der verehrte Senator. Ich bin nur Philosoph und Dichter. Aber ich möchte fragen, was haben die Türken in Albanien zu suchen? Es ist für sie die Brücke. Das Sprungbrett für ihr Vordringen nach Europa. Und wenn ich diesem Mann die Hand drücke, dem Gesandten des großen Helden Skanderbeg. So deshalb, weil in Albanien ein kleines Volk gegen die Barbaren kämpft und auch unsere Kultur schützt. Wir schätzen dein Talent, Filelfo. Aber unsere Poeten sollten sich nicht in Staatsaffären mischen. Wir wissen bereits von den Ruhmestaten Skanderbegs. Und wir wollen den Allmächtigen bitten um seinen Beistand gegen die Türken. Vater Noster, quesum. Vater Noster, quesum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Skanderbeg bittet um Unterstützung. Schicke sofort 200 Ballen Tuch an ihn ab, damit sie ihre Nacktheit bedecken können. Et nenos inducat in tentationem, se delibanos a malo. Amen. Zu deinen Diensten, Fürst. Ich komme nicht als Fürst zu dir, sondern als Freund. Wir haben darüber zwar noch nicht gesprochen. Aber ich weiß, du liebst doch Mamica. Glaube mir, Pal, ich würde mich gern mit euch beiden freuen. Aber ich bin nicht so mächtig, dass ich die Fürsten zur Einigung zwingen kann. Ich kann unser Waffenbündnis nur durch Verschwägerung festigen. Denk an Albanien und bringe unserer Heimat dieses Opfer. Dein Vater hat auf der Straße mit Spitzen gehandelt. Du hast es weit gebracht. Du hast Verstand. Also sprich. Der Herrgott segnet das Aufblühen unserer Republik. Der Handel mit den Türken ist die Grundlage dieses Aufblühens. Also ist der Handel mit ihnen gottgefällig. Der Sultan der Osmanen, Murat, könnte Anstoß daran nehmen, dass wir freundschaftlich zu Skanderbeg stehen, großer Doge. Und dann hätten wir sicherlich Nachteile vom Siege Skanderbegs. Weder er noch Lex Zacharia werden jemals unsere Freunde sein, solange sich auch nur eine Stadt von uns an ihrer Küste befindet. Lex Zacharia gehört neuerdings zur Fürstenliga.
Aber Lik Zachariah ist krank. Er ist gesund wie ein Stier. Nun, das geht schnell. Heute sind wir froh und munter und schätzen leibliche Freuden. Und ein paar Stunden später ruft uns der Herrgott zu sich. Gottes Wege sind unerforschlich. Ich habe getan, was ich konnte. Er liegt im Sterben. Ich sterbe. Höre meinen letzten Willen, Mönch. Das Land von Danjo vererbe ich der Fürstenliga. Skanderbeg soll das Verfügungsrecht haben. Das ist mein Wille. Mein letzter Wille. Hast du verstanden, Mönch? Der Wille Sterbender ist den Lebenden heilig. Das Land von Danjo wird Eigentum der Venezianischen Republik. Von jetzt ab erhalten nur Bürger Venetiens die Erlaubnis zum Anlegen von Weingärten auf dem Boden der Republik. Weingärten von Landesfremden fallen der Zerstörung anheim. Alberto Giovanni ist Statthalter unseres großen Dogen. Heute ist ein freudiger Tag. Die Kastrioti verbinden sich mit den Musaka. Und die Fürsten Albaniens sitzen hier wie eine große, friedliche Familie. Wie er das sagt, wunderschön hört sich das an. Schmackhaft angerichtet, aber liegt schwer im Magen. Seit 4 Jahren besteht die Fürstenliga. Die Türkenherrschaft ist gebrochen worden. Im Namen des Königs von Ungarn und Polen bietet uns Janosch Hunyadi an, ein Bündnis gegen die Türken mit ihm zu schließen. Gemeinsam können wir die Türken dann so schlagen, dass sie nie wieder nach Albanien greifen werden. Unsere erfolgreiche Liga soll leben! Er macht doch mit uns, was er will. Er jagt uns fort, wenn er uns nicht mehr braucht.
Du kannst wohl deine Augen nicht von ihm lassen, Donica. Du solltest dich mehr zurückhalten als Tochter des Fürsten Arianiti. Schön unser Berat ist. Nicht nur Berat ist schön. Erzähl, was du sonst noch siehst, Donica. Majestätische Berge, Hügel und Täler mit Feldern und dichten Wäldern. Und weiter siehst du nichts? Was soll ich noch sehen? Mir will es scheinen, dass sich hinter diesen hohen Gipfeln unsere Feinde verbergen. Aus den Wäldern kommen die Janitscharen. Das Blut unseres Volkes färbt die Bäche in den Felsenschluchten. Und der Hass brennt in meinem Herzen wie Feuer. Und was machst du, wenn du nicht gegen unsere Feinde ins Feld ziehst? Trinkst Wein und verfasst Gesetze. Sitzt in Kruje. Wie ein Bär in seiner Höhle, fern von den Menschen und lässt dich durch nichts in der Welt stören. Nicht wahr? Es gibt über dich viele Lieder. Und ich wollte dich so gerne sehen, Georg. Da, nimm sie. Ach, Donica. Du bist gefährlicher als eine Armee Türken. Wer ist denn dieser Castriotti, dass ich mich ihm unterordnen muss? Keiner von uns muss sich ihm unterordnen. Liebe Freunde, Vorsicht! Sonst Gott behüte, wird er uns hören. Ich höre euch. Schweig! Merk dir, dass du jetzt die Frau des Fürsten Musaka bist. Schäm dich. Schäm dich. Du, ein Fürst Musaka, flüchtest dich unter die Fittiche der Castriotti. Wie kannst du es wagen, mich zu belehren, du Besitzer von zwei Hammeln? Was soll das Schweigen? Aber das ist Empörung! Das war sie! Schweigt endlich! Schreit nicht durcheinander wie die Truthähne. Das älteste Geschlecht sind wir Arianiti. Und doch stelle ich meinen Stolz zurück. Ich füge mich dem Willen Skanderbegs. Denn seine Waffentaten begründen den Ruhm Albaniens. Euer Eid lautet auf Treue zu Skanderbeg, Treue zu der Liga. Und ich nehme euch beim Wort. Waffentaten, Siege. Was für Vorteile haben wir denn davon? Ja. Wir brauchen kein Bündnis mit den Ungarn. Sondern das Wohlwollen der Türken. Ja, sehr richtig. Nun, dir vorzieht das Brot von türkischen Tellern zu essen. Ein billiger Ruhm und viel Geld bieten sich euch. 10.000 Dukaten setzt der Sultan auf den Kopf Skanderbegs aus. Sprich nicht so, Georg. Kränke deine Freunde nicht. Wir sind nicht alle über einen Kamm zu scheren. Georg. Verzeih, alter Freund. Wenn ich auch Gast in deinem Hause bin, so ist es mir unmöglich, an einem Tisch zu sitzen mit Menschen, die Schacher mit der Ehre Albaniens treiben. Ja, ja, du hast recht, aber man sollte doch nicht... Dreck dich nicht auf, Musaka. Wir gehen. Ja, wir treten aus der Liga aus. Oho! Die Maus schrieb an das Meer und forderte von ihm einen Anteil. Was ist geschehen? Sechs Zacharia ist tot.
Venedig hat sich seines Landes bemächtigt. Sie stecken die Weingärten an. Morden und Rauben. Wehe, wehe Ihnen. Das ist der Weg Kains, den Sie betreten. Sie denken, Sie könnten unsere Taschen plündern, während wir mit aller Kraft gegen die Türken kämpfen. Das dulden wir nicht. Willst du auch noch Krieg mit Venedig führen? Davor schütze uns Gott. Das lag nie in meiner Absicht. Wenn Sie aber Krieg wollen, dann sollen Sie auch den Krieg haben. Das Schwert der Osmanen bedroht Byzanz. Mazedonien und Bulgarien stöhnen unter türkischem Joch. Die Gefahr zwingt uns zu gemeinsamem Vorgehen. Sonst fällt eines Tages auch Serbien. Im Auftrag Jörg Kastriotis und namens der Liga albanischer Fürsten schlagen wir vor, dass wir ein Schutzbündnis schließen. Jörg Kastrioti will, dass ich meine Freundschaft mit dem mächtigen Sultan der Osmanen eintausche gegen ein Bündnis mit albanischen Hirten? Mit einem tollwütigen Hund hast du dich verbündet. Was, du wagst es, Sohn eines armseligen Hirten, mich zu kränken, den Herrscher von Serbien? Dafür verdienst du den Tod. Aber ich will gnädig sein. Bringt ihn weg. Auch ohne euch schlagen wir die Türken. Aber dann findest du niemanden, der Lösegeld für deinen Kopf zahlt. Lasst mich mit ihm allein. Weshalb denn so hitzig? Wir können doch freundschaftlich miteinander reden. Man bewundert deine Tapferkeit. Nennt dich den Helden von Valicarda. Du bist der wahre Sieger von Shkodr. Und wer hat dir den Ruhm gestohlen? Skanderbeg. Auch du bist ein Kastrioti. Nicht er. Du hast ein Recht auf die Macht in Albanien. Ist in der Hand der Türken. Mein Mann ist gefallen. Ich konnte mich retten. Die Türken feiern in unserem Berat, Jörg.
Verzeih mir, Mamica, dass ich dein Glück dem Wohl Albaniens geopfert habe. Die Türken! Überall Türken! Ein Strom von Bewaffneten! Noch heute Abend sind sie vor Kruje, Georg! Das ist günstig. Darauf warte ich schon lange, Mamica. Wie oft haben wir dich gebeten, sie zu einer Schlacht zu zwingen? Aber du ließt sie kommen. Immer weiter vordringen, bis zum Herzen. Wir verstehen nicht mehr. Es waren damals nur 30.000. Aber jetzt sind sie mit ihrer gesamten Heeresmacht gekommen. Der Kopf ist bei Kruje, der Schwanz bei Petreli. Eine etwas zu lange Schlange. Wir schneiden ein Stück davon ab. Wer bist du? Dein Gesicht kommt mir recht bekannt vor. Das Schwert hier, das ist doch ein Geschenk von dir. Weißt du noch? Tien! Heute bekommst du etwas von mir geschenkt. Einen türkischen Pascha. Er ist ein guter Freund des Sultans. Du hast einen Pascha gestohlen? Ach, hab ich daran schleppen müssen. Der Kerl ist alt, aber hat den ganzen Weg gestrampelt. Los! Komm raus! So. Laonikus? Siebenmal kamen die Türken hierher und bedeckten sich mit Schande. Was hast du über ihr Scheitern geschrieben? Du schweigst. Ich will es dir sagen. Du hast ihre Niederlagen in Siege umgefälscht. Was du Geschichte nennst, ist Lüge. Du hast gesagt, dass man sich dem Schicksal nicht widersetzen soll. Hier ist meine Antwort. Unser Schicksal hat nur einen Weg, den Weg zur Freiheit. Unser Streit ist noch lange nicht entschieden. Nein. Die Entscheidung fällen nicht wir, sondern das Volk. Sieh es dir an!
das Signal! Lasst Varano Conti die Feuer anzünden! Öffnet die Tore! Verteidiger von Kruje! Wir werden die türkischen Hunde vernichten! Wir locken sie in die Festung und zermalmen sie wie Weizenkörner zwischen den Mühlsteinen! Tod den Türken! Deine Getreue? Wacht ab! Sieh hin! Hast du alles gesehen? Geh zurück und berichte dem Sultan. An den Herrn von Kruje, Georg Castriotti, genannt Skanderbeg, unseren ruhmreichen Bruder. Bruder? Wer zählt sich denn da zu meinen Verwandten? Francesco Sforza, Herzog von Mailand. Wir baten ihn, uns sofort Hilfstruppen zu schicken. Er beglückwünscht dich zu deiner Heirat mit der Tochter des Fürsten Arianiti. Der Glückwunsch kommt reichlich spät. Alle Fürstentümer Italiens setzen ihre Hoffnungen auf dich. Ich brauche ihre Hoffnungen nicht, sondern Krieger.
Wir würden mit Freuden helfen, ja, es wäre uns eine Ehre. Aber wir haben keine Flotte und sind zu weit von euch entfernt. Die guten Freunde raten mir, tapfer allein weiterzukämpfen. Was ist sonst noch? Mächtigster der Fürsten, König von Albanien. Der weniger Hilfsbereitschaft, desto klangvoller der Titel. Das ist Donika. Du kannst nicht helfen und musst warten. Daphina hilft dir. Viele Schmerzen wird sie noch ertragen müssen, bevor sie meinem Kind das Leben schenkt. Und doch leiden die Frauen nur eine bestimmte Zeit. Aber unsere Freiheit? Was liegt noch an Schmerzen vor uns, ehe sie geboren ist? Donika! Donika! Im Hof sind schon wieder Ritter. Tag für Tag kommen sie jetzt aus fremden Ländern zu deinem Georg. Die Ritter von Neapel schätzen sich äußerst glücklich, Albanien zu sehen, das Land, das sich von den Türken befreit hat. Und du glaubtest, dass die Türken unüberwindlich wären? Das glaubten alle Menschen des Abendlandes. Furcht und Schrecken erfasste unser Herz, als ihnen Byzanz in die Hände fiel. Wie viele seid ihr? 50 sind hier versammelt. Und noch 50 sind als Eskorte von schweren Waffen unterwegs nach Albanien. Als einziger kämpfst du für die Verteidigung des christlichen Glaubens gegen die Barbaren. 100 Ritter. Und ich brauchte 100 mal 100. Meine Freunde, habt Dank. Georg! Georg, du hast einen Sohn! Na, was ist denn? Willst du nicht kommen und dir ansehen, was das für ein Prachtkerl ist? Bringt die Wiege raus. Ja, ja. Georg! Georgs Freunde wollen das Kind sehen. Kastrioti haben kräftige Stimmen. Wir haben einen Kämpfer mehr für die Freiheit Albaniens. Schlafen. Und wir werden uns um Donika kümmern. Auch du bist ein Kastrioti, nicht er. Du hast ein Recht auf die Macht in Albanien. Jetzt sind wir drei Kastrioti, Ramsa. Was soll die ganze Armee hier? Ein böser Blick kann das Kind behexen. Was sagst du dazu, Ramsa? Ich? Nichts. Der rote Wein soll in Strömen fließen. Auf dein Wohl, bei Berat.
Wie du siehst, ist keiner von ihnen am Leben geblieben. Mir scheint, es sind einige von den Toten auferstanden. Die dort. Ich, Hamza Kastrioti, fordere euch hiermit auf, euch sofort zu ergeben. Der Sultan wird euch das Leben schenken und ihr könnt nach Hause zurückkehren. Wir brauchen kein Leben ohne Ehre. Du Verräter Albaniens! Du Knecht der Türken! Tod dem Verräter! Es lebe unser Skanderbeg! Es lebe Albanien! Wo ist der Vater? Die Türken krepierten schon vor Hunger. Die Türken im Berat. Und Marasch setzte für den Morgen den letzten Angriff an. Aber im Schutze der Nacht kam Balaban über die Berge. Mit 30.000 Säbeln fiel er über uns her und metzelte uns nieder. Wer hat ihnen den Weg über die Berge gezeigt? Hamza. Paul! 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 Wo ist der Vater? Der Vater? Er? Oh. Schweige! Sprich es nicht aus! Jetzt nicht, ich bitte dich! Gebe Gott, dass wir den Vater wiedersehen. Hamza. Hamza. Als du noch klein und hilflos warst, trug ich dich auf meinen Armen. Dann lerntest du von mir, mit dem Schwert zu kämpfen. Hanusch! Unseren Kriegern befehle ich, von jetzt ab machen wir keine Gefangenen. Den Überfall von Berat soll jeder einzelne von ihnen mit dem Leben bezahlen. Hamza. Hamza. Warum hast du Albanien verraten? Dein Geist verwirrte sich, als dein Sohn geboren wurde, Jörg. Was hat ihm das Kind getan? Es wird dein Erbe antreten. Und nicht Hamza. Ich besitze nichts. Alles, was ich meinem Sohn hinterlasse, ist die Liebe zur Heimat. Die Menschen und das Land meiner Väter gehören nicht mir, sondern Albanien. Worum also beneidet er mich? Worum, sag es mir? Um die Macht. Wem kann ich noch vertrauen? Wem noch Glauben schenken? Deine Freunde darfst du nicht beleidigen, Georg. Die Bitterkeit bringt uns nicht weiter. Hamza ist schlau. Er kennt die Berge Albaniens so gut wie wir.
Im Frühjahr kommt er mit einem Heer des Sultans. Im Frühjahr. Die Republik des heiligen Markus schlägt dir den Abschluss eines Bündnisses vor. Von jeher besitzen wir das verbriefte Recht des freien Handels und Wandels auf dem Gebiet von Albanien. Ich bin bereit, es euch zurückzugeben. Ich werde Statthalter Sultan Mehmed sein. Es ist nicht nach meinem Geschmack, auf Ziegenfellen zu schlafen. Und Wein aus Tonkrügen zu trinken wie Skanderbeg. Reiche Geschenke kommen für dich in wenigen Tagen aus Venedig. Herrliche Stoffe, goldene Gefäße und unser köstlichster Wein, Lacrime Christi, die Tränen Christi. Jetzt geht es nach Italien! Du bist der gleiche geblieben, Paul. Und noch genauso schweigsam, wie du vor all den Jahren warst. Viel Zeit ist vergangen, Mamita. Ich bin grau geworden. Aber seit du wieder da bist, fühle ich mich jung. Ich denke daran, wie wir früher hinter dem Pflug gingen und von fern läuteten die Glocken. Warum soll es nicht wieder so werden? Erst müssen wir über unsere Feinde gesiegt haben, Paul. Verflucht sei der Name Hamza. Nach der Schlacht kann ich die Rüstung wieder ausziehen und darf wieder Frau sein. Mamica. Du säufst hier, du Hundesohn? Und deine Armee läuft weg wie eine Herde Schafe. Fort mit euch! Ich lasse dich aufhängen im Namen Allahs! Zu den Waffen! Die Albanier! Sie überwältigen die Wachen! Du bist von Sinnen! Wie stark sind sie? Tausend und Abertausende! Sie umzingeln das Lager! Ihr habt den Verstand verloren vor lauter Angst! An Wunder glaube ich nicht. Ich kenne die Armee Skanderbegs. Ein Pferd! Thank you.
Lasst uns allein kämpfen. Mich. Mein Leben lang habe ich dich beneidet, gehasst und gefürchtet. Jetzt habe ich alles gewagt und verspielt. Ich will nicht erbärmlich sein. Töte mich! Der Senat von Venedig wünscht dir baldige Genesung. Ein frommer Wunsch. Der Senat von Venedig ist plötzlich besorgt um mich, weil er jetzt gezwungen ist, selbst gegen die Osmanen zu kämpfen. Die Türken haben schon einige Inseln erobert, die zu eurer Republik gehören. Jeden Augenblick können sie euch mit ihrem Besuch beehren. Du batest um Geschütze und mauerbrechende Waffen. Sie sind schon verladen und unterwegs. In Kürze werden sie hier sein. Dieses Mal will ich euch Glauben schenken. Weil ihr nicht länger mit falschen Karten spielen und euch herausfinden könnt. Geh! Wirklich, er ist schlanker geworden.
Aber widerlich ist er mir immer noch. Fahnen. Die Türken sind zerschlagen! Ich möchte hören, was er singt. Lasst ihn herein. Deines armes Kraft versagen. Dich besingt man noch in späten Tagen und ewig wird dein Herz im Volke schlagen. Und ich besing man noch in späten Tagen, und ewig wird dein Herz im Volke schlagen. Hast du je den Mann gesehen, von dem du in deinem Lied singst, Alter? Nein. Aber er ist hier. Ich weiß es. Das ist er. Du bist genauso, wie es im Lied heißt. Aber dank Jörg Castriotti. Ich werde dem Volk erzählen, dass ich dich gesehen habe. Jörg, weshalb hast du das getan? Sind denn wir, er und ich, nicht eins? Sind denn das Volk Albaniens und ich nicht eins? Einmal sterbe ich und du, Pal und du, nicht aber unser Volk. Es wird um die Freiheit weiterkämpfen und wird siegen. Also ist es nicht wahr, dass ich krank bin und nicht mehr stark genug, das Schwert zu schwingen. Aber wahr ist, dass mein Pferd über die Berggipfel fliegt und mein Schwert die stärksten Mauern zerschlägt.